Na gut, dann wollen wir mal. Einmal tief durchatmen und runter da. Oh. Ich höre im Hintergrund so eine Art Hämmern. Das deutet wohl noch einen neuen Gegner an. Gucken wir mal, was wir hier haben. Eine Notiz von Torum. Ich weiß, ich war auch enttäuscht, als ich hier runtergesprungen bin und nichts gefunden habe, was man gebrauchen könnte. Schön. Das war wohl also ein kleiner Gag von den Programmierern. Aber schön, dass Torum an seine Nachkommen denkt. Also die Leute, die ihm... Was zur Hölle ist das? Das war aber cool gemacht, so aus dem Schatten plötzlich ein paar Spinnenbeine, obwohl das keine Spinne war, die war wesentlich größer. Ja, schaurig. Also gut, das Runterspringen hat nichts gebracht, auch dem armen Torum nicht. Also müssen wir jetzt gucken, wo wir weiterkommen. Ah, stimmt. Hier haben wir nicht gedrückt, weil ich erstmal gucken wollte, ob wir nicht irgendwie einen Feuerball abbekommen könnten. Weil ich sehen wollte, wie das funktioniert. Aber hier geht's weiter. Ein Schalter, den drücken wir mal nicht. Und zwei Knöpfe und Dinge zum Aufmachen. Also der Knopf ist bestimmt für die Tür. Der Knopf wird nicht für die Tür sein, denn die Tür braucht nur dieses Zieh-Dingens. Und der wird für was ganz anderes sein. Gucken wir mal. Ha. Kein Kirschen, kein Knacken. Was machst du? Auch nix. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Oh. Oh. Knopfrätsel. Jetzt haben wir drei Knöpfe, die wir in der richtigen Reihenfolge drücken müssen, um das Ding zu öffnen. Also wenn es wirklich eins ist, werde ich laden müssen, denn ich habe schon nach dem ersten zwei Drücken vergessen, wie die Reihenfolge war. Und das Ding wird sich nicht resetten. Schauen wir kurz hier lang. Mehr Knöpfe. Oh. Okay, also der hier und die beiden sind offen. Der hier und die beiden sind offen. Der hier und die beiden sind offen. Ja, aber eigentlich müsste sonst ja auch ein Geräusch geben. Was mit dir? Der hier und die beiden sind offen. Also der Knopf macht die drei hier. Da hinten auch irgendwas. Ja, der Knopf macht die drei da hinten, den hier und die beiden. Also alle außer die drei. Und du machst? Den da und den da. Sollte ich mir eine Skizze machen? Hm? Was machst du? Oh, oh. Also ja, ich könnte mir eine Skizze machen, aber ich denke mal, bei so wenig Knöpfen kriege ich irgendwann zufällig das Richtige raus. Ja, sage ich doch. Und ein normaler Eisenschlüssel. Und als ich ihn hochgehoben habe, habe ich plötzlich sich bewegende Steine gehört. Genau, von euch. Und der da sieht anders aus als seine Kollegen. Genau du. Du siehst anders aus. Wow. Denn du spuckst Blitze? Okay. Jedem das seine. Und bringt genauso viele Erfahrungspunkte. Ja, komisch. Oh. Kommen wir gar nicht raus. Ah, doch, so rum. Ha, ich würde aber ganz gerne mal dahin gucken. Also, wo dieser Blitzdingens rauskam. Das heißt, wir drücken noch ein bisschen wild rum und kommen da auch hin. Und noch eine Notiz. Ich war schon hier. Nein, oh, viel Text. Räusper, räusper.
Ich habe ein paar von meinen Herder-Caps, das sind diese Pilze, in einem Raum in der Nähe aufbewahrt. Ich kann mich nicht mehr an die exakte Sequenz erinnern von den Zuständen, die man machen muss, um die Tür zu öffnen. Also wahrscheinlich die richtige Schalterkombination hat er vergessen. Aber ich denke, es hatte mit drei Dingen zu tun. Ja, es sind auch drei Schalter, Freund. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass an einem Punkt ich den Hebel mehrfach bewegt habe. Und es an einer aufrechten Position belassen habe. Ich hoffe mal, das Essen ist inzwischen nicht schlecht geworden, Torum. Also, ja, er sagt, es gibt hier ein Rätsel mit drei Dingen. Das sind die drei Schalter. Und am Ende muss man den hier ganz oft drücken und dann so wie er jetzt ist, lassen. Also nach oben gerichtet. Heißt, wir drücken jetzt den Knopf. Und lauschen immer nach dem Knirschen. Jetzt drücken wir den Knopf. Den Knopf gedrückt. Das heißt, der hier ist jetzt drin, der andere ist drin. Jetzt ist der... Ah! Oh, das ist ein neuer Pilz. Oder hatten die dann auch so einen roten Kopf? Ich glaube nicht. Ja, die sind echt nervig. Ja, wir haben ein Secret gefunden und uns in eine Ecke boxiert, wo wir gleich sterben werden. Wo wir auf jeden Fall sterben werden, damit kriegen alle Giftschaden. Mann! Ja, definitiv kein normaler Pilz. So, jetzt haben wir auch kein Licht mehr. Darf der Tote mal wieder eine Fackel halten? Also was haben wir hier? Wir haben das Essen von unserem Torum. Wir haben einen Zaubererhut. Erhöht Schutz und erhöht Willenskraft um 2. Und sieht albern aus. Nein, da steht er nicht bei, aber das sag ich mal so. Aber es gibt ja in fast jedem Rollenspiel so einen Hut. Die haben damals alle zu viele Zeichnungen von Gandalf gesehen. Also, als es den Film noch nicht gab. So. Ich würde gern zum blauen Stein. Der blaue Stein war eine Ebene höher bei der Treppe. Also können wir hier zurück. Hä? Achso, hier zurück. Und da ist auch ein blauer Stein. Das ist ja auch gemein. Aber na gut, können wir nichts ändern. Wir müssen darum. Da. Hoch. Also ja, in so einer Situation wie eben wäre ein Giftschild ganz nett gewesen. Aber er hält nicht lange und ich weiß nicht, wann ich ihn einsetzen muss. Denn ich wusste nicht, dass da jetzt gerade die Giftgegner rauskommen. Und sobald ich Gegner sehe, dann verfalle ich so ein bisschen in Panikmodus. Zumal ich auch nebenbei kommentieren muss auch noch. Da denke ich nicht unbedingt dran, einen komplizierteren Zauber zu sprechen als irgendwas, was einen Knopf braucht. Also Feuer oder Blitz. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Denn ich denke mal, das Spiel wird nicht einfacher werden. Und irgendwann muss ich auch besser werden, sonst klappt das einfach nicht. Aber gut, ich laufe schon wieder im Kreis. Wo wollen wir überhaupt hin? Gute Frage eigentlich. Da war... Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hier war diese komische Eiswalbern. Ah, hier war der Raum mit dem Essen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Wer hat einen Schlüssel gefunden? Ja, nein, vielleicht? Ja. Und den brauchen wir da wahrscheinlich.
gucken, ob ich recht hatte und der jetzt gleich einen Feuerball spuckt. Also ich weiche einfach mal nach links aus. Und werde gleich angegriffen, aber kein Feuerball vom Drachen. Schade. Kommst du? Zack. Zack. Aber finde ich cool, dass sie die Gegner ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Also klar, man kann nicht unendlich viele verschiedene Gegner machen. Das braucht einfach zu viel Zeit, die Dinger zu programmieren. Also zu designen, meine ich. Aber dass die wenigstens ab und an andere Skins benutzen und andere Fähigkeiten dazu führen, wie Zappel sein, Blitze spucken, war schon ganz okay. Zumal man in Dungeon Master in den ersten 4-5 Ebenen auch ausgekommen ist mit einer Mumie, einem komischen Stein auf dem Boden und den kleinen blauen Männchen. Ja. Das haben sie ganz gut gelöst hier. Oh, ich sehe einen blauen Stein. Also den Schimmer eines blauen Steins. Und ich höre irgendwas Schleimiges. Das sind aber hoffentlich keine Spinnen. Nee, die hörten sich anders an. Ah, vielleicht richtiger Schleim. Der war ja auch ganz schön zäh. Und da waren wir übrigens auch noch nicht. Sollten wir vielleicht irgendwann mal zurücklaufen. Aber wenn das wirklich ein optionaler Dungeon-Bereich ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall. So, gespeichert und einen zerfransten Umhang. Zwei Ausweichen. Den Mario-Hut, wer bekommt den? Er hat 5-4, er hat 5-4. Gut, kriegt er ihn mal. Und jemand hatte Hunger. Du hast Hunger, der Rest nicht. Können wir die Fallgrube irgendwie deaktivieren? Das wäre mir schon ganz lieb. Anscheinend nicht. Na gut, haben wir noch irgendwo irgendwas? Da war der Einbruch, da ging es nicht weiter. Und was war da hinten? Ich glaube auch ein Einbruch. Jetzt bin ich doch ein bisschen verunsichert. Gucken wir mal kurz nach. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen und aus Versehen was verpassen. Ja, hier ist ein Einbruch. Den markieren wir auch gleich. Einbruch. Da oben gehe ich auch nochmal kurz hin. Denn ich will ja nichts verpassen. Ich will nicht das Spiel durchrasen und nachher die Hälfte vergessen haben. Also ich denke mal nicht, dass ich alle Secrets gefunden habe, denn mir wurde ja schon gesagt, dass ich ganz am Anfang gleich eins vergessen habe. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht versuchen sollen, so viele wie möglich zu finden. So, also die beiden hätten wir auch schon mal markiert. Das heißt, wir können jetzt hier rum. Da nicht durch leider. Hier rum und jetzt Richtung dieses komischen Schleimgeräuschs. Oh, war auch nicht sehr motivierend. Oh, eine Kettenhose. So eine richtige Kettenhose und keine Kettenschuhe. Plus 6, die macht plus 4, geht schon mal zu ihm. Und er ist überladen. Er wird die leichte Hose nicht brauchen, denn er hat die Chitinhose, also kann das schon mal zu einem der Magier. Und was haben wir hier? Eine Kiste mit nix und eine Kiste mit Essen. Aber wir können die Kiste mal hier unserem Kräutertypen geben, damit er seine ganzen Kräuter da einsortieren kann. So. Und die Einpilze auch. Die sind zwar eigentlich Nahrung, diese Grim Caps, aber wir haben einen Zettel gefunden, wo drauf stand, wie man Bomben bastelt. Und dazu braucht man die auch. Also werde ich die echt nur im Notfall essen. So. Also, du hast neue Hosen. Ne, du hast neue Hosen. Du brauchst nur noch einen Stahlplattenpanzer auf die Brust. Wenn wir da dann irgendwann mal hinkommen. Und er braucht echt nur den Skill. Ja, nächstes Level. Wie viel fehlt noch? Fast gar nichts. Schöne Sache. So, das Schleimgeräusch wird lauter.
Oh, da hinten sind Fässer, die wir unbedingt kaputt machen sollten. Uah. Das war das Ding, das wir gesehen haben. Definitiv. Ja, es laufen hier so lange im Kreis, bis du tot bist. Da kannst du nichts gegen machen. Komischer Krebs. Der ist aber schön langsam. Und er kann strafen, wie geil. Das haben die Programmierer cool gemacht. So, hält gut was aus, der Junge. Bisher haben wir keinen ordentlichen Schaden von ihm bekommen. Also entweder haben wir Glück gehabt, oder er macht einfach nicht viel Schaden, sondern hält nur viel aus. So langsam dürftest du aber mal schmeißen. Nee, wir schmeißen keine Wolke. Dafür bauen wir uns ja selbst den Weg. Aber nachdem müsste er auf jeden Fall sein Level abbekommen. Oh oh. Jetzt bleiben wir noch 450. Und du kommst jetzt von hinter uns, oder wie sehe ich das? Nicht gut. Ach, schön, hier ist ein Kreis. Zurück. Er will nicht, dass wir zurückgehen. Oh, 66 Schaden. Der bringt die fast mit einem Schlag um. So, Kristall. Uffala. Okay, neue Gegnerart. Zähe Gegnerart. Machen wir erstmal einen kurzen Cut, speichern ab und nach dem Level up. Ja, nach dem Speichern machen wir unser Level up, damit er die bessere Rüstung tragen kann. So, LP 31. Bis gleich.